Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Drei von fünf Schweizer nennen auf die Frage nach ihrem Lieblingskäse den Gruyère. Und auch die Umsatzzahlen zeigen, dass von keinem anderen Käse landesweit so viel gekauft und gegessen wird, wie von dem bekannten Westschweizer. Im Gebiet von der alten Grafschaft Greyerz, der viel besuchten und sehenswerten Region im Kanton Freiburg, kann man Käseherstellung bis ins 12. Jahrhundert zurückverfolgen. Um die gleichbleibende Qualität zu gewährleisten, wird heute das Gebiet, wo der Gruyère hergestellt werden darf, stark eingeschränkt. Auch die Menge, der Verkauf, die Qualitätsanforderungen und natürlich die Herstellung aus naturbelassener Rohmilch sind klar definiert. Wegen den unterschiedlichen Weiden, dem Gras im Sommer und dem Heu im Winter oder wegen dem individuellen Können der Käser bleiben die regionalen Charaktereigenschaften aber erhalten. Und jeder Leib Gruyère behaltet seinen einzigartigen Geschmack. Das Städtli Greyerz mit seinem imposanten Schloss beherrscht zwar das Bild der Region. Hauptort des Greyerzerland ist aber Bül, wo die Besucher neben anderen Sehenswürdigkeiten mit einem einzigartigen Museum erwartet. Im Musée Gruyérien kann man eine Reise in die Vergangenheit machen und vieles bewundern, was mit der traditionellen Käsewirtschaft verbunden ist. Vom typischen Greyerzerhaus mit wertvollen antiken Möbeln und entsprechendem Gerät ausgestattet, über historische Trachten und Kuhglocken mit kunstvoll bestickten Riemen. Auch wunderschöne Poya-Malereien sind ausgestellt. Sie zeigen realistische Darstellungen von diesen festlichen Alpaufzügen. Vielleicht kommt Ihnen all das wieder in den Sinn, wenn Sie das nächste Mal bei Coop milde, reifen oder rezente Gruyère einkaufen. Und wer weiss, vielleicht entdecken Sie das schöne Land, wo er herkommt, bei Gelegenheit gerade selber einmal. Wie der Greyerzer erfüllt auch ein anderes Produkt, das Sie bei uns kaufen können, höchste Ansprüche an Qualität. Natura Beef, das Schweizer Fleisch aus artgerechter, kontrollierter Tierhaltung. Der Armin Amrein vom Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock hat das entsprechende Rezept. Grüezi miteinander. Es sind Rindfleischstreifen in einer pikanten Soße. Ein köstliches Gericht, das schnell bereit ist. Schinken, Cornichon und Schalotten habe ich in Streifen geschnitten. Jetzt Natura Beef im heißen Anker kurz anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen, rausnehmen und auf die Seite stellen. Im Bratensatz die Schalotten andünsten, Schinken und Cornichon beigeben und mitdünsten. Senf, Paprikapulver und gehackte Peterli dazugeben. Mit braunen Bündner Soßen ablöschen und damit den Bratensatz auflösen. Mit einem Dezirahm aufgießen, dann sämig einkochen. Die Rindfleischstreifen zurück in die Soße geben und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Rindfleischstreifen passen am besten zu Nudeln, Herdöpfeln oder Reis. Und das Rezept dazu finden Sie wie immer in der Coop-Zeitung auf der Seite mit den Aktionen. Viel Vergnügen beim Ausprobieren und auf Wiedersehen! Wohnen mit Top-Tipp heisst gut und günstig einrichten. Und was wir Ihnen heute zeigen, können Sie in der Regel auch gerade mitnehmen. À la carte servieren wir Ihnen den eleganten Tisch in Buchen Natur. Die Platte kann man auf 1,70 Meter ausziehen. Klein bleibt da nur der Preis von 490 Franken. Den gleichen Service dürfen Sie auch vom Modell mit grüner Granitplatte für 1495 Franken erwarten. Und gut essen und sitzen lässt sich erst recht auf dem Stoffpolsterstuhl für 168 Franken. In allen Coop Top-Tipp-Ausstellungen ist jetzt übrigens das trendige CD-Rack zum Preis von 29 Franken eingetroffen. Bei uns eingetroffen ist diese Woche wieder ein Spot von einem bekannten Markenartikel. Da ist er. Fioretto, das raffinierte Praline von Lind. Das Einzige, was mehr Freude macht, als Fioretto zu verschenken, ist, Fioretto selber zu genießen. Lind, Schweizer Schokoladekultur seit 1845. Kein Coop-Studio ohne Aktionshinweis, damit Sie Ihren persönlichen Preisvergleich machen können. Gala-Spaghetti gibt es im Multipack für 3,90 €. Und Käsküchli von Goldstar, ebenfalls im Multipack für 6 Franken. Außerdem offerieren wir Ihnen den stufenlos verstellbaren Wischmat. Zum Nass- oder Trockenwischen 10 Franken günstiger. Da macht das Putzen wieder mehr Spass. Auch diese Woche haben wir einen Preisabschlag. Jura-Waffeln von Wernli kostet ab sofort nur noch 2,95 €.
Und im Coop-Restaurant wartet auf Sie ein feines Trutenschnitzel an Pilzrahmsoße mit Nudeln und Brokkoli für nur 8,50 €. Zum Schluss noch eine Aktion, die es nur einmal im Jahr gibt und die ich darum besonders gerne ansage. Übermorgen ist ja wieder Valentinstag und unsere Floristinnen haben zu diesem Tag einen besonders schönen Strauß zusammengestellt. Und weil Freundschaft zwar kostbar, aber nicht teuer soll sein, offerieren wir Ihnen den Strauß auch zu einem Freundschaftspreis. Für heute darf ich mich aber von Ihnen verabschieden. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.